Was ist sein Problem eigentlich? Ach so, der kann nicht raus, weil der Tisch im Weg steht. Oh. Lord Pappnase. So, und jetzt würden wir noch in Evil Genius reingucken. Ein Retro-Strategiespiel. Patreon-Wunsch von Jan. Ich muss allerdings noch installieren. Weil ich bin vorher nicht dazu gekommen. Was mich nur irritiert, bei Good Old Games steht, ist es nur auf Englisch. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, natürlich habe ich die Euler gelesen. Klar. Ja, ich bin sehr gespannt. Retro-Strategiespiele, da kriegt man mich ja immer. Retro-Strategiespiele, da bin ich dabei. Die sind prima. Prima. Entschuldigung. Wann XCOM 1? Du hast sehr viele Spiele auf dem Desktop. Naja, ich weiß. Ja, ich muss mal wieder. Den Rechner müsste ich mal wieder neu aufsetzen. Right, listen up, Team. Ich muss erst auf Deutsch umstellen, ne? Meintest du? Kurz mal das Intro überspringen und dann umstellen. Du hast mein Schwert, meine Axt. Friendly Hollow, vielen Dank für 5 Monate Treue, dankeschön. Okay, ich bin großer Fan vom Intro schon mal. Das ist so richtiger James Bond Vibe gerade. Okay, gucken wir mal rein. Zuhören, Leute. Im Untergrund soll es angeblich einen neuen Spieler geben. Wir wissen nicht, um wen es sich dabei handelt. Das ist der Typ aus Impossible Creatures. Und er baut ein Team aus Handlangern und Bediensteten auf, wie die Welt noch keins gesehen hat. Ah, nein. Er will ein fieses Genie werden. Sir? Was ist, Perkins? Glauben Sie, dass das fiese Genie einen unterirdischen Unterschlupf hat, Sir? Vermutlich noch nicht, Perkins. Aber ich fürchte, das ist nur eine Frage der Zeit. Wie sieht ein fieser Unterschlupf aus, Sir? Tja, Perkins, wenn ich einen fiesen Unterschlupf bauen würde, was ich natürlich niemals tun würde, dann würde ich etwas bauen, das einmalig in der Welt wäre. Wahrscheinlich in einem Berg, Perkins. Unterirdisch. Dazu eine Kaserne für die Männer sowie einen Kontrollraum, um die Außenteams zu organisieren. Und einen Tresorraum für meine geraubten Schätze. Man müsste den Männern wahrscheinlich ein paar Einrichtungen zur Entspannung bieten. Die Typen desertieren ziemlich leicht. Elende Ratten. Würden Sie Fallen einbauen, Sir? Hunderte, Perkins. Schließlich sollten keine Agenten rumschnüffeln, wenn man die Welt übernehmen will. Und ich würde etwas zur Ablenkung aufbauen, um die Basis von Neugierigen zu schützen. Tarnung heißt das Zauberwort. Wie gut, dass Sie kein fieses Genie sind, Sir. Seid Sie kein Idiot, Perkins. Also dann, Leute, ihr habt eure Befehle. Geht nach draußen und sucht mir einen Irren. Okay, das Intro ist schon mal sehr gut. Das ist ein sehr gutes Intro. Gott sei Dank sind Sie kein böses Genie. Nein, nein. Oh Gott, laut, oder? Bisschen laut. Ich hätte nicht gedacht, dass Gons. Vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Das Spiel hat noch kein Breitbild. Jan, was empfiehlst du da wieder? Willkommen in der Nasenbande, mein Freund. Nimm einen Stuhl. Schnapp dir eine Pappnase. Soundtrack ist geil. Er ist richtig gut. MK Panic, vielen Dank für 8 Monate. Dankeschön. Und Caro, vielen Dank für das Subgift. Dankeschön. So, ich glaube, wir brauchen ein Tutorial. Ein
sonst wird das nichts. Seid gegrüßt, o erlauchte Fiesheit. Hier spricht eure rechte Hand. Wie gewünscht habe ich diese Übungsinsel vorbereitet, damit Sie Ihre Fähigkeiten im Basismanagement nach all den Jahren der Abwesenheit wieder auf Vordermann bringen können. Haben wir Ihr Gedächtnis erst einmal aufgefrischt, geht es zur echten geheimen Insel, wo wir Ihre Pläne zur Weltherrschaft in die Tat umsetzen können. Ich darf Ihnen Ihren Handlanger vorstellen. Das ist Eli Barracuda. Er ist sozusagen der Mann fürs Grobe. Zunächst sollten Sie lernen, wie man die Kamera über die Welt bewegt. Flissy, vielen Dank für 11 Monate. So, passt die Lautstärke vom Spiel? Passt? Okay. Sehr gut. Nun versuchen Sie, den Bildausschnitt zu vergrößern und zu verkleinern. Fantastisch. Drehen Sie jetzt noch die Kamera und schon geht es weiter. Wählen Sie die Charaktere und Objekte in der Welt mit einem Klick auf die linke Maustaste aus. Der Mauszeiger hat sich verändert. Sie haben jetzt die direkte Kontrolle. Achten Sie auf das Symbol, das dem Mauszeiger anhängt. Es zeigt Ihnen an, was bei einem Rechtsklick passiert. Versuchen Sie es und laufen Sie ein wenig umher. Sie können auf dieser Insel hingehen, wohin Sie wollen. Aber seien Sie vorsichtig. Wenn Sie sterben, ist es aus mit der Weltherrschaft. Ach so. I need to be here. Ja. What's this? There. Das ist gut, ja. Das ist gut, ja. Das ist gut. Ja. What's this? I need to be here. Yes. I need to be here. Wunderbar. Wunderbar, ja. Also das ist wirklich ganz wunderbar. Yes. 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 Ja. 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 What's this? Yes. Das ist gut, ja. Das ist gut. Funky, Mama. Funky. Oh, yeah. Right on. Right on. Oh, Junge. Oh, man. Kann es sein, dass das Spiel ein bisschen Stereotypen, also, you know. Ihre Handlanger können Sie auf dieselbe Art kontrollieren. Geben Sie doch Eli einmal den Befehl, sich ein bisschen zu bewegen. Bleibt festzuhalten. Linksklick wählt aus und rechtsklick führt die Aktion aus, die vom Symbol angezeigt wird. How far, babe? Achtung, die Streitkräfte der Gerechtigkeit scheinen von ihrer Rückkehr Wind bekommen zu haben und greifen uns bereits an. Markieren Sie den Agenten mit einem Eliminieren-Tag. Obwohl ein Rechtsklick auf den feindlichen Agenten, während Sie Eli ausgewählt haben, eine andere Möglichkeit ist, den Agenten zu eliminieren, benutzen wir zunächst einmal das Tag-System. Klicken Sie zunächst auf eine leere Fläche, damit die Auswahl von Eli aufgehoben wird, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den feindlichen Agenten. Eliminieren. Als ein Charakter mit einem Tag versehen, ändert sich das Benehmen ihrer Bediensteten und Handlanger gegenüber diesem Charakter. Tags sind äußerst nützlich im Umgang mit Eindringlingen. Begeben wir uns nun in die Sicherheit ihres unterirdischen Stützpunkts. Colm, vielen Dank für den Follow. Hier findet der Großteil der Bauarbeiten statt. Es ist quasi wie Dungeon Keeper. Yes. Yes. I need to be here. What's this? Wunderbar. Wunderbar. There. Ja. I need to be here. Ja. Ja. Yes. Das ist gut, ja. Das ist gut. Ah, da stecken Sie also. Hier in der Basis sind wir sicherer. Bevor wir mit dem Ausbau der Basis beginnen, möchte ich Sie daran erinnern, dass alle unsere aktuellen Ziele im Missionszielbildschirm angezeigt werden. Rufen Sie ihn jetzt auf. Suchen Sie im Missionszielbildschirm nach neuen Zielen. Hauptziele sind in Missionsteilziele aufgeteilt, die durch Kugeln gekennzeichnet sind. Sollten Sie jemals nicht so genau wissen, was Sie als nächstes tun sollen, dann sehen Sie hier nach. Schließen Sie jetzt den Missionszielbildschirm. Da Sie sicher nicht selbst die Hände bei körperlicher Arbeit schmutzig machen wollen, brauchen Sie zunächst einige Bedienstete. Ja, wir brauchen Moderatoren, neue Räume zu bauen oder neue Objekte zu kaufen. Öffnen Sie dazu den Personalplanungsbildschirm und rekrutieren Sie ein paar Bauarbeiter.
Mit diesem Bildschirm können Sie die Anzahl an Bediensteten in Ihrer Basis kontrollieren. Jedes Kästchen repräsentiert eine andere Klasse von Bediensteten. Die Zahl links gibt an, wie viele Bedienstete dieses Typs Sie haben, während die rechte Anzahl angibt, wie viele Sie gerne hätten. Erhöhen Sie die rechte Zahl, um mehr Bauarbeiter anzuheuern. Arbeiter, Wache, Fragezeichen. Okay, das heißt, ich will jetzt zum Beispiel, ich habe zwei Arbeiter, ich will aber... Ich will aber 10. Der Rekrutierungsregler gibt Ihnen Kontrolle darüber, wie schnell neue Bauarbeiter eingestellt werden. Eine Einstellung ganz rechts bringt neue Arbeiter schneller auf die Insel, kostet dafür aber mehr. Verstehe. Du hast mein Schwert, Linux, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Je mehr Bauarbeiter für Sie arbeiten, desto schneller kann Ihre Basis wachsen. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie nur Ihre Handlanger direkt kontrollieren können, nie Ihre Bediensteten. Ihre Bediensteten werden indirekt durch die Befehle, die Sie geben, beeinflusst. Alles klar. So, bringet mir neue Trauben. Ein Ausbau Ihres Unterschlupfs ist für den Erfolg Ihrer fiesen Pläne unverzichtbar. Um einen neuen Raum bauen zu lassen, müssen Sie nur den gewünschten Raumtyp auswählen und einen Entwurf erstellen. Haben Sie sich für eine Position des Entwurfs entschieden, können Sie Objekte, Sensoren oder Fallen platzieren. Sie können den Raum auch verwerfen oder noch einmal zur Planungsphase zurückkehren. Öffnen Sie zunächst einmal die Objektliste. Wählen Sie das Etagenbett aus der Objektliste aus. Ich fühle mich gerade wie in die Sims. Sie können Objekte drehen, um die Einrichtung so sinnvoll wie möglich zu platzieren, sodass kein Platz verschwendet wird. Drehen Sie das Etagenbett. Platzieren Sie das Etagenbett an gewünschter Stelle und schließen Sie dann die Objektliste. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Vorhin haben Sie einen Agenten mit dem Eliminieren-Tag markiert. Alle Tags sind im Grunde Befehle, die Ihre Bediensteten versuchen auszuführen. Objekte und Räume können auch mit Tags markiert werden. Das Raumentwurf-Tag zeigt an, ob ein Raum gerade gebaut wird oder ob der Bau pausiert. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Raum-Tag, um mit dem Bau zu beginnen. Was? Der Raum wurde in Auftrag gegeben, erscheint aber nicht augenblicklich. Zunächst müssen die Bauarbeiter zum Tresorraum gehen, um dort Geld für die Baumaterialien zu besorgen. Dann müssen sie im Depot Dynamit kaufen. Schließlich wird das Dynamit in den Berg gebracht, um neue Räume aus dem Fels zu sprengen. Lassen Sie feindliche Agenten nicht in Ihrer Basis und in den Räumen herumschnüffeln. Sicherheitstüren sind dabei eine große Hilfe. Bauen wir doch eine am Eingang zu diesem Raum, um ihn zu schützen. Aber seien Sie auf der Hut, mit genügend Zeit können Agenten auch Sicherheitstüren durchbrechen. Türen können nur in Durchgängen oder Korridoren platziert werden, die zwei Felder breit sind. Das sollten Sie in der Planungsphase berücksichtigen. Ja, richtig. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Nachdem wir einen Raum gebaut und ein Objekt platziert haben, wollen wir einmal sehen, wie ein Objekt weiter genutzt werden kann, indem wir es mit einem Befehlstag markieren. Ein Rechtsklick auf den Sandsack zeigt Ihnen an, was Sie mit dem Objekt tun können. Sandsack? Wo ist ein Sandsack? Wählen Sie das Zerstören-Tag, um das Objekt von einem Bediensteten entfernen zu lassen. Wählen Sie das Bewegen-Tag, um das Objekt an anderer Stelle zu platzieren. Versuchen Sie, den Sandsack umzusetzen. Es ist so ein bisschen wie Dungeon Keeper, ja. Die grünen Symbole sind die Zugangspunkte des Objekts. Von hier aus können Ihre Bediensteten das Objekt benutzen. Werden wichtige Zugangspunkte blockiert, kann das Objekt nicht genutzt werden. Verschieben Sie den Sandsack an eine gültige Position. Es ist so ein bisschen Dungeon Keeper. Nicht alle Ihre Aufgaben beschäftigen sich nur mit der Basis. Mit diesem Button kommen Sie zur Weltherrschaftskarte. Von hier aus können Sie Bedienstete und Handlanger in die Welt hinaussenden, um verschiedene Missetaten auszuführen. Was? Welcher Sandsack? Was?
Die Welt ist in 5 globale Schutzallianzen aufgeteilt, von denen jede einzelne aus 4 Regionen besteht. Ja. Pampers obliegt die Verteidigung Amerikas und Japan. Kafka beschützt Europa und seine Kolonien. Mafia ist mit dem Schutz aller sowjetischen Nationen beauftragt. Alibi verteidigt China und Südostasien. Smash ist eine Koalition von Ländern der Südhalbkugel, die sich dem Kampf gegen das Böse verschrieben haben. Smash mit jeder vollbrachten schlechten Tat steigen die Wut auf sie und ihr Bekanntheitsgrad. Wut ist ein Indikator dafür, wie wichtig es für eine Allianz wird, sie zur Strecke zu bringen. Je höher die ihnen gegenüber empfundene Wut, desto gefährlicher werden die Agenten, die von der Allianz ausgeschickt werden, um ihre Pläne zu durchkreuzen. Wut nimmt im Lauf der Zeit allmählich ab. Ihr Bekanntheitsgrad gibt ihren Status in der Welt an. Ihr Ziel ist es, 100% Bekanntheit zu erlangen. Bekanntheit bringt viele Vorteile mit sich. Ihren Bekanntheitsgrad zu steigern, ohne Wut auszulösen, ist jedoch ganz schön schwierig. Ganz schön schwierig. Ihr schreibt mit, ne? Ihr schreibt mit. Ich empfehle für Kafka mutierte Insekten. Oh, da ist jemand gebildet. Ah. Oh. Gefällt mir. Sie können Ihre Bediensteten jederzeit in jede Region der Welt entsenden. Wählen Sie dazu zunächst die Region aus, in die Sie Ihre Bediensteten entsenden wollen. Wählen Sie die hervorgehobene Region aus. Die Mitarbeiterleiste zeigt an, wie viele Ihrer Bediensteten sich in der ausgewählten Region befinden. Momentan haben Sie 2 Bauarbeiter vor Ort. Sie schüren durch Ihre bloße Anwesenheit Wut in dieser Gegend. Klicken Sie auf die gewünschte Klasse von Bediensteten, um einen weiteren Bediensteten in diese Region zu entsenden. Schicken Sie noch 3 weitere Bauarbeiter. Ihre Leute in einer Region können entweder Verschwörungen planen, Diebstahl verüben oder sich verstecken. Sobald Ihre Bediensteten am Ziel angekommen sind, werden wir jede der 3 Aktivitäten näher betrachten. Mit Ihrem wachsenden Einfluss auf der Welt wird die Karte langsam unübersichtlich. Mit diesen Buttons können Sie Markierungen an- oder ausschalten. Ah, Ihre Bediensteten sind angekommen. Im Moment halten Sie sich alle versteckt. Das bedeutet zwar, dass Ihnen nichts passieren kann, aber richtig nützlich machen Sie sich damit nicht. Diebstahl ist Ihre Haupteinnahmequelle. Klicken Sie auf den Diebstahl-Button, damit sich Ihre Bediensteten aus ihren Verstecken hervorwagen und Geld aus der Region abschöpfen. Ich bin ein dreckiger Dieb. Ist Ihnen aufgefallen, wie Ihr Einkommen gestiegen ist, seit Sie Ihren Bediensteten den Befehl zu stehlen gegeben haben? Je mehr Mitarbeiter Sie in einer Region haben, desto größer wird Ihr Einkommen. Denken Sie daran, dass militärische Bedienstete besser zum Diebstahl geeignet sind und dass in manchen Regionen mehr zu holen ist als in anderen. Verschwörung lässt Sie infame Aktionen entdecken. Das sind fiese Vergehen, zu denen Sie Ihre Bediensteten anstiften können. Klicken Sie auf den Verschwörungsbutton und versuchen Sie, eine aufzudecken. Ihre Bediensteten haben eine infame Aktion entdeckt. Klicken Sie auf die Markierung, um sie einzusehen. Auf diesem Bildschirm sehen Sie die nötigen Voraussetzungen, um diese infame Aktion durchzuführen. Es gibt eine Vielzahl verschiedenster Aktionen, die Sie in der ganzen Welt durchführen können und an deren Ende eine Belohnung in Form von Beute oder neuen Handlangern steht. Jede infame Aktion erfordert bestimmte Bedienstete. Sie müssen die entsprechende Anzahl an Bediensteten der jeweiligen Klasse in der Region haben, bevor Sie die infame Aktion in Angriff nehmen können. Sie haben jetzt genügend Bauarbeiter in der Region. Klicken Sie auf den Los-Button, um Ihre Bediensteten die infame Aktion durchführen zu lassen. Ich wusste nicht, dass ich dafür einen Bachelor-Abschluss brauche. Die infame Aktion wird nun ausgeführt. Je nachdem, wie schwierig die Aktion ist, kann es sein, dass Bedienstete während der Aktion sterben. Solange Sie am Ende der Aktion mindestens einen Überlebenden haben, war die Aktion erfolgreich. Sterben alle Ihre Bediensteten, unser Mann in Nordchina ist gestorben. Ein toller Mann, ein hervorragender Mann. Schade. Zur Belohnung erhalten Sie einen Schub Ihres Bekanntheitsgrads. Schließen Sie jetzt die Weltkarte und kehren Sie zur Inselansicht zurück. Jetzt hast du unseren Mann in Alaska erwischt. Schade. Jammer, schade. War ein toller Mann. Sie sollten jetzt alle grundlegenden Informationen haben, die Sie benötigen. Ja, klar. Ich habe das Archiv nach Videoaufzeichnungen durchforstet, die bei spezielleren Fragen sehr nützlich sein könnten. Zu gegebener Zeit können Sie darauf zurückgreifen. So, das war alles, was ich Ihnen beibringen konnte. Oh nein, was tun Sie denn? Nein, bitte nicht. Ich bin mir sicher, dass ich noch von Nutzen sein kann. Gnade! Nein! Ach, ich konnte Sie sowieso nie leiden. Haben wir die Tutorial-Tante erschossen? Okay.
Sie wusste zu viel. So, ich hol mir ganz kurz was zu trinken und dann legen wir los. Bis gleich. So, herzlich willkommen. Ich bin Agent 0010. Wir spielen erstmal auf einfach. Was sind Videohinweise? Videohinweise? Ich lass die mal an. Wir spielen auf einfach, Chat. Wählen Sie Ihr Genie. Maximilian. Sie sind ein zu klein geratener, überlaunig, völlig verrückter und unglaublich reicher Großindustrieller. Ihr Ehrgeiz treibt sie dazu, die Welt mit Hilfe hochmoderner Forschung und technologischer Übermacht unterwerfen zu wollen. Alexis. Übernehmen Sie Kontrolle als Alexis. Sie sind eine elegante und wunderschöne, anbetungswürdige Multimillionär-Erbin. Ihre Schönheit verlangt äußersten Respekt und Loyalität von jenen, die das große Glück haben, ihnen dienen zu dürfen. Das klingt ja schon nach mir jetzt. Übernehmen Sie die Kontrolle als Shen Yu. Sie sind geheimnisumwitternd und undurchschaubar. Der mysteriöse Superverbrecher, der erst zum Superagenten und dann zum fiesen Genie wurde. Ihr geheimes weltumspannendes Netzwerk von Verschwörern sichert Ihnen Einfluss über die Regierung der Welt. Ich nenne mal Shen Yu. Oh. Creepy. Oh, wir haben ein Boot. Gut, wir sind auch reich. Natürlich haben wir ein Boot. Neue Objekte stehen zum Kauf bereit. Neue Raumentwürfe stehen zur Verfügung. Neue Missionsziele verfügbar. Hey, walk. Alright. Interesting. I think here. Yes. Okay, ich bin noch ein bisschen verwirrt, was eigentlich hier abgeht. Ich gehe jetzt einfach mal in meine Untergrundbase. I think here. Interesting. He who walk arrived. Was ist das eigentlich für ein Menü? Und warum sieht das so furchtbar aus? Schauen Sie sich auf der Insel um und bauen Sie Ihre geheime Basis aus. Gewährleisten Sie gesunde bediensteten Streitkräfte, indem Sie eine Kaserne bauen. Sie benötigen mindestens ein Etagenbett und einen Spind. Bevor Sie Bedienstete um die Welt schicken können, damit Sie infame Aktionen durchführen können, müssen Sie einen Kontrollraum erstellen, um die Informationen zu sortieren. Dafür benötigen Sie mindestens eine Bedienkonsole und eine Speicherbank. Es scheint, dass Sie schon beobachtet werden, bevor Sie überhaupt angefangen haben. Irgendwo auf der Insel befinden sich einige blöde Ermittler, die über Ihre Ankunft bereits informiert sind. Eliminieren Sie sie. Okay. Handlanger sind ihre mächtigste Waffe im Kampf um die Weltherrschaft. Neben ihren normalen Angriffswerten verfügt jeder Handlanger über drei spezielle Fähigkeiten. Die Fähigkeit Bedienstete sammeln, mit der alle Bediensteten im Umkreis zusammengetrommelt werden, haben sie von Anfang an. Die zwei außergewöhnlichen Fähigkeiten, die jeder Handlanger hat, müssen erst mit Erfahrungspunkten erkauft werden. Erfahrungspunkte erhält ein Handlanger, wenn er Agenten eliminiert oder sich an infamen Aktionen beteiligt. Zu Beginn des Spiels haben sie nur einen Handlanger. Mit steigendem Bekanntheitsgrad stehen ihnen bald weitere Handlanger zur Verfügung, die sie bei speziellen infamen Aktionen erhalten. Ihr Bekanntheitsgrad ist dabei natürlich besonders wichtig, denn Handlanger wollen nur für ein fieses Genie arbeiten, zu dem sie aufschauen können. Feindliche Agenten erscheinen als rote Punkte auf der Minikarte. Ein Klick mit der linken Maustaste zeigt Ihnen den gewählten Spielausschnitt. Der globale Alarm-Button versetzt Ihre Basis in Alarmbereitschaft.
Bei Alarmstufe Gelb bewaffnen sich ihre Bediensteten in der Waffenkammer, was leider zu verängstigten Touristen führt. Bei Alarmstufe Rot greifen ihre Bediensteten jeden Agenten sofort an, egal ob markiert oder nicht. Die Stromanzeige gibt an, wie viel Energie sie produzieren und wie viel sie verbrauchen. Übersteigt der Stromverbrauch die Stromproduktion, schaltet sich ihre Basis ab und sie sind schutzlos. Der Zahlen-Daten-Fakten-Bildschirm ZDF gibt ihnen wichtige Informationen darüber, wie effizient ihre Basis läuft. Natürlich. Das ist eine gängige Abkürzung. So. Ja, ich habe jetzt halt keine Ahnung von dem Spiel, ne? Ich brauche erstmal einen Korridor, habe ich das Gefühl. Wir müssen erstmal einen Korridor bauen. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Dankeschön. Der Bau des Raums geht weiter. Sehr schön. Ah, nee, warte mal. Nein, das war falsch. Ich muss ja Sicherheitstüren. Sicherheitstüren brauchen wir ja. Der Tresorraum muss sehr groß sein, weil wir da sehr viel Platz brauchen. Der Bau des Raums geht weiter. Keine Ahnung, ob man das in der Reihenfolge baut. Aber das Spiel ist auch jetzt, also ist am Anfang jetzt relativ komplex, finde ich auch. Okay. Das war offensichtlich das Dynamit. Das geht schneller. Warte mal, sind das hier nicht? Das sind doch hier. Oxium. Das sind doch diese Ermittler. Umboxen. So nämlich. Wir dürfen doch hier nicht einfach rein. Yes, yes. So, und einen Kontrollraum brauchen wir noch, ne? Brauchen auch noch einen Kontrollraum. Der Raum befindet sich im Bau. Der Bau des Raums geht weiter. Oh, explodiert's hier gleich? Rums. Explosions. Kontrollraum. Ich hoffe, der ist groß genug. Der Bau des Raums geht weiter. So. Dann brauchen wir hier Etagenbetten, ne? Richtig? Beschäftigt, der Kauf des Objekts verzögert sich. Ja, ist ja gut. Roll mal hier nicht dieses so rum. Das Objekt wird gekauft, wenn ein Bediensteter verfügbar ist. Alle Bauarbeiter sind zurzeit beschäftigt, der Kauf des Objekts verzögert sich. Dieses Objekt wird gekauft, wenn ein Bediensteter verfügbar ist. Jaha! Falt doch mal die Pappe, halt doch mal die Klappe. Der Kauf des Objekts verzögert sich. Das hat Hand und Fuß, Boss. Oh, nicht das schon wieder.
Geldkofferhalter. Das brauchen wir in dem Tresorraum. Alle Bauarbeiter sind zurzeit beschäftigt. Der Kauf des Objekts verzögert sich. Also, ich bin kein Experte, aber einen Geldkofferhalter, den braucht man in jedem guten Haushalt. Was gibt's denn hier für Fallen? Was ist denn das? Kontaktplattensensor? Giftgaskäfigfalle? Windmaschinenfalle? Wie funktioniert denn eine Windmaschinenfalle? Pappattrappenfalle? Crashtestpuppe? So, ich hätte gern hier ein paar mehr Arbeiter. Achtung, Bedienstete können nicht untergebracht werden. Laber doch nicht. Also ja, ich weiß, aber... Maximale Bedienstetenzahl überschritten. Ich baue ja noch. Räume können Sie in jeder beliebigen Form bauen. Sie sollten einen 2 Felder breiten Eingang freilassen, um dort später eine Tür einbauen zu können. Yeah. Denken Sie daran, dass Sie den Bau von Objekten bereits in Auftrag geben können, auch wenn sich der Raum selbst noch in der Planungsphase befindet. Yeah. In der Regel sollten Sie wichtige Räume wie den Kontrollraum tief im Innern Ihrer Basis errichten, wo Sie geschützt sind. Bauen Sie Eingänge in der Nähe von Depots, um die Effizienz beim Kaufen von Objekten und Bauen von Räumen zu steigern. Aha. Okay, dankeschön. Willkommen auf dieser unbewohnten Insel irgendwo im Ozean. Ein vorläufiger Tresorraum wurde errichtet. Sie sollten aber schnellstmöglich anfangen, Ihre Basis in den Berg hineinzugraben. Richtig. Sie müssen mindestens einen Eingang in den Berg freilegen, den Sie an einer beliebigen flachen Stelle am Fuß des Berges platzieren können, an der es bebaubare Erde gibt. Ein Rechtsklick auf die Kante öffnet eine Liste, aus der Sie die Außentür auswählen können. Wählen Sie die Position Ihrer Eingänge mit Bedacht. Sie können nicht wieder zerstört werden. Verfügen Sie erst einmal über einen Eingang, können Sie von dort aus weitere Räume und Korridore bauen und so Ihre geheime Basis erweitern. Viel Glück. Leichensäcke entstehen, wenn Sie einen Agenten oder einen Touristen umlegen. Sie haben einen Wirkungsradius, in dem die Loyalität und Aufmerksamkeit Ihrer Bediensteten sinken. Sie sind auch ziemlich eindeutige Beweise Ihrer Verbrechen. Sollte ein Schnüffler einen Leichensack finden und mit den Beweisen Ihre Insel verlassen, fördert das die Wut auf Sie. Sie können das Bewegen-Tag dazu nutzen, Leichensäcke an unzugänglicheren Stellen zu verstecken, aber der beste Aufbewahrungsort ist eine Gefrierkammer. Ihre Bediensteten bringen Leichensäcke automatisch zur Gefrierkammer, wo jeglicher negative Effekt aufgehoben wird. Leichensäcke verwesen mit der Zeit. Die Lagerung in der Gefrierkammer verlangsamt diesen Prozess. Oder verwenden Sie den aktuellen Gefrierclip. Okay. Ja, nee, ganz normal. Das ganz, also was? Alle Charaktere im Spiel verfügen über 5 Werte. Diese geben Auskunft über das Wohlbefinden einer Person. Je höher der Wert, desto besser fühlt sich die Person. Gesundheit gibt an, wie viel körperlichen Schaden ein Charakter einstecken kann. Sinkt die Gesundheit einer Person auf 0, stirbt sie. Loyalität zeigt die Bereitschaft zum Arbeiten an. Bedienstete ohne Loyalität machen oftmals Ärger und können unter Umständen sogar desertieren. Agenten, deren Loyalität auf 0 sinkt, vergessen ihren Auftrag und verhalten sich wie ganz normale Touristen. Aus diesem Zustand wachen sie wieder auf, sobald sie etwas Verdächtiges entdecken. Klugheit zeigt an, wie clever ein Charakter ist. Sinkt die Klugheit einer Person auf 0, ist sie für eine Weile außer Gefecht gesetzt und kratzt sich verwundert am Kopf. Sinkt die Klugheit eines Agenten auf 0, löst sich alle angestaute Wut in Wohlgefallen auf. Aufmerksamkeit gibt die Wachsamkeit gegenüber Fallensensoren an. Sinkt die Aufmerksamkeit eines Charakters auf 0, bleibt er stehen und kratzt sich verwundert am Kopf. Sinkt die Aufmerksamkeit eines Agenten auf 0, vergisst er, welche Gegenden er schon erkundet hat. Ausdauer ist ein Maß für körperliche Ausdauer und Fitness. Sinkt die Ausdauer einer Person auf 0, sinkt sie bewusstlos zu Boden und bleibt für kurze Zeit liegen. Okay, wie im echten Leben. Ach hier, Gefrierkammer. Ja, bräuchten wir eigentlich auch langsam, ne? Wegen den Leichensäcken. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Der Bau des Raums geht weiter. Ich
Leichensäcke? Nee, die fällt keinem. Ja, das ist ja auch Quatsch. I think here. Interesting. He who walk. Interesting. Also den anderen Bösewicht muss ich aber sagen, fand ich besser. Mit dem Wunderbar. So, kann ich jetzt mehr Leute anheuern? Yay. Geilo. Heuern wir mal 10 Leute an. 10 Leute ist gut. Es wurde ein Tutorial mir so gesagt, heuern wir mal 10 Leute an. Bin gespannt, was das andere alles ist. Die Frage ist, wie kriege ich denn eigentlich mein Gold von hier nach da? Is that an order? Very well. Be very careful. Na ja, gucken wir mal. Wir brauchen einfach noch mehr Worker. Und Strom müssen wir ja scheinbar auch irgendwie erzeugen. Haben wir aber noch keinen Raum dafür. Vielleicht brauchen wir dafür erstmal einen Kontrollraum. Okay, Giftgaskäfigfalle ist schon mal errichtet. Das ist gut. Das ist, glaube ich, sehr gut. Die braucht man als Bösewicht. So eine Giftgaskammer? Da ist man gleich wer. Ah, so ein IKEA-Selbstbauset. Wichtige Informationen werden in der Nachrichtenleiste eingeblendet und in der Nachrichtengeschichte gespeichert. Unterstrichene Nachrichten sind Hyperlinks. Ein Doppelklick auf jedes Objekt oder jeden Charakter öffnet deren Eigenschaftenmenü. Hyperlinks? Wenn Sie zusätzliche Informationen wünschen, klicken Sie auf das Informationssymbol, um zum detaillierten Glossareintrag zu kommen. Hilfe in der Form von Videos ist immer im Glossar verfügbar oder dann, wenn Sie das Bildschirmsymbol sehen. Wichtige Videos starten automatisch und ich rate dringend dazu, sich diese anzuschauen. Neuer Raum hat gar keinen Eingang. Lügen! Dreckige Lügen! Oh, die Leute bringen wieder TNT. Wobei ich mich frage, wie können die das so perfekt sprengen? Wie krass sind die drauf, eigentlich? Wir müssen Profis sein. Was ist eigentlich mit dieser Wand hier passiert? Sieht die so komisch aus? Gefrierkammerregal. Klar, warum nicht? Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Was man halt so braucht. Feuerlöschhalter. Feuerlöscher ist vielleicht nicht verkehrt. Vielleicht braucht man für irgendwas Feuerlöscher. Weißt du nicht für was? Ich meine, was soll hier brennen? Die Gefrierkammer? Stimmt nicht. Wenn die Streitkräfte der Gerechtigkeit Sie nerven, bauen Sie doch ein paar heimtückische Fallen, um sich des Problems zu entledigen. Doch denken Sie daran, Ihre Fallen mit Sensoren zu verbinden, dass sie sonst nicht ausgelöst werden. Ah, das ergibt Sinn. Ich habe mich schon gefragt, für was die Sensoren sind. Ups. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben.
Jetzt haben wir den Kontrollraum. Was gibt's denn hier alles? Eine Stechuhr! Let's go! Stechuhr? Stechuhr muss sein. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Speicherbank. Ich weiß halt nicht, für was es meinen ganzen Kram braucht. Das ist ein bisschen ungünstig. Die Bedienungstafeln analysieren eingehende Daten aus der ganzen Welt. Um geheime... Ja. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Bauen wir mal. Ah, hier gibt's Infos drüber. Ah ja, okay. Speicherbänke speichern Daten. Ah. Das ergibt Sinn. Was? Ja, ich dachte, ich erkläre es euch auch mal. Ist das undurchdringbarer Fels hier oder was ist das? Was ist das für ein Käse hier? Das hat mir das Tutorial aber nicht erklärt. So, wir brauchen einen Kontrollraum und dann können wir, glaube ich, auf die Weltkarte zugreifen, ne? Sobald wir den Kontrollraum haben, dann haben wir die Weltkarte und dann können wir infame Sachen anstellen. Was bedeutet infam nochmal? Ich weiß es natürlich, aber gerade für die, die es im Chat jetzt nicht wissen. Was bedeutet nochmal infam? Suchen Sie im Missionszielbildschirm nach neuen Zielen. Beobachtungsposten. Eine Indoor-Farm. Neue Raumentwürfe stehen zur Verfügung. Sie haben nun Zugang zur Weltherrschaftskarte. Von hier aus können Sie infame Aktionen, die Ihren Bekanntheitsgrad steigern, auf der ganzen Welt ausführen und Sie können wertvolle Beute von den Streitkräften der Gerechtigkeit stehlen. Die Weltkarte kann Ihnen zu zusätzlichen Geldreserven verhelfen. Sie können Ihre Bediensteten in alle Regionen der Welt entsenden, wo sie automatisch Geld stehlen, solange die Option Diebstahl in dieser Region gewählt ist. Nach Ihrer Ankunft in der Region senden Ihre Bediensteten in regelmäßigen Abständen die Erträge Ihrer Raubzüge zur Insel, wo sie im Depot gesammelt und dann zum Tresorraum gebracht werden. Jede Region hat ein Geldpotenzial. Je höher der Wert, desto mehr Geld erbeuten Ihre Bediensteten. Sie können das Geldpotenzial in Erfahrung bringen, wenn Sie die für diese Region benötigte Anzahl an Bedienungstafeln aktiviert haben. Je mehr Bedienstete in einer Region stehlen, desto höher wird die Ausbeute. Wählen Sie Ihre Truppen mit Sorgfalt aus. Bedienstete in eine Region entsenden ist ein einfacher Vorgang. Wählen Sie zunächst die Region aus, in der Sie stehlen möchten, und dann welche der Bediensteten aus der Liste am unteren Bildschirmrand Sie entsenden möchten. Um einen Bediensteten zurückzubeordern, müssen Sie ihn nur aus der Bediensteten-Aufenthaltsliste auswählen. Kleine Zahlen in der Aufenthaltsliste bedeuten, dass sich die Bediensteten auf dem Weg befinden. Waffenkammer. Gefängniszelle. Die Weltherrschaftskarte bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, sich an den Schätzen der Welt zu bedienen, sondern kann auch helfen, Ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Er steigt am schnellsten durch infame Aktionen. Manche infame Aktionen bringen Ihnen auch unglaublich wertvolle Beute ein.
Die meisten infamen Aktionen lassen sich nur aufdecken, wenn Sie Bedienstete in der Region haben, die sich an Verschwörungen beteiligen. Wählen Sie die Option Verschwörung aus dem Regionsbildschirm, um Ihre Bediensteten infame Aktionen aufdecken zu lassen. Je mehr Bedienstete sich in einer Region befinden, desto schneller können Sie infame Aktionen aufdecken. Wählen Sie daher Ihre Truppen mit Sorgfalt aus. Es gibt infame Aktionen, die so unglaublich sind, dass Sie diese erst aufdecken können, wenn Sie einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Bedienstete können ihre Basis viel effektiver verteidigen, wenn ein Überwachungsnetzwerk installiert ist. Installieren Sie mindestens eine Überwachungskamera, Lautsprecher und Sicherheitszentrale. Überwachungskameras, Chat! Um ein Überwachungsnetzwerk zu haben, das Ihre Bediensteten auf markierte Charaktere aufmerksam macht. Yes! Bauen Sie eine Gefängniszelle in der Waffenkammer, um mit dem Fangentag markierte Agenten dort einsperren zu können. Jede Gefängniszelle bietet nur Platz für einen Gefangenen. Wird ein Gefangener zu lange in seiner Zelle gelassen, stirbt oder flieht er. Jedem infam einen kurzen trinken. Oh Gott. Bist du denn deppert? Das bedeutet ja aber auch, ich muss den Kontrollraum wahrscheinlich ein bisschen größer planen. Oder mehrere Kontrollräume, weil ich mehr Bedienstafel brauche. Ne? Da habe ich natürlich jetzt scheiße geplant. Ja. Weil ich wusste nicht vorher, wie groß so eine Bedientafel ist. Da ist natürlich jetzt ungünstig. Da habe ich halt jetzt, das ist halt nicht gut geplant von mir. Das ist, ja. Und dieser unzerstörbare Felsen ist für die Planung halt echt auch ein bisschen Käse, ja. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So. Waffenkammer. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Der Bau des Raums geht weiter. Okay, Moment. Da gehen wir gleich rein. Dass ich hier noch keine neuen Leute anwerben kann, das ist ein bisschen weird. Egal, werben wir mal neue Leute an. So viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. So. Smash. Erstmal verstecken. So, wir schicken da jetzt erstmal Leute hin, habe ich verstanden, oder? Wir schicken da jetzt erstmal Leute hin. Und jetzt warten wir. Bis sie da sind. Aber wo kann ich denn ein Gefängnis bauen eigentlich? In welchem Raum? Es hieß ja, ich darf jetzt ein Gefängnis bauen, aber wo? In welchem Raum? Wurde gesagt, in der Waffenkammer? Habe ich zugehört? Ah ja. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Du hörst nie zu. Was hast du gesagt? Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ich finde, ich habe halt diesen Bogen nicht geschlossen zu. Der Raum befindet sich im Bau. Waffenkammer gleich Gefängniszelle. Das klingt so wie so ein typischer James Bond Bösewicht-Move. Lasst uns James Bond hier in dieser Waffenkammer einsperren. Mit allen tödlichen Waffen und Sicherheitscodes.
Das klingt irgendwie nicht nach einer guten Idee. Wir sind ein typischer James Bond-Bösewicht. True, true, true. Aber ich glaube, ich brauche noch eine größere Kaserne hier. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Der Bau des Raums geht weiter. Ja, ich sperre sie lieber im Controller rein. So, sind jetzt hier schon Leute? Ah ja, guck mal, da. Ey, die sind auch schon krass am Stehlen. Die kriegen 2400 alle 60 Sekunden. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Alle 60 Sekunden 2400? Das ist fast so viel Geld, wie ich auf Twitch verdiene. Ein einfaches Zimmermädchen. Sass. Ich bin gut. Wenn Sie wollen, dass Ihre Bediensteten auf einen anwesenden Charakter reagieren, müssen Sie diesen mit einem Tag markieren. Ein Rechtsklick auf die Zielperson öffnet das Tag-Menü. Das ausgewählte Tag bestimmt das Verhalten Ihrer Bediensteten gegenüber der markierten Person. Ein Agent, der das Eliminieren-Tag trägt, wird sofort angegriffen. Das Fangen-Tag bringt Ihre Bediensteten dazu, den Charakter so lange zu vermöbeln, bis er ohnmächtig wird und Sie ihn in eine freie Zelle, falls vorhanden, stecken können. Das Schwächen-Tag bewirkt, dass Servicebedienstete ihre psychologischen Waffen sprechen lassen. Bedienstete reagieren nur dann auf einen markierten Charakter, wenn sie ihn sehen, er sich ganz in der Nähe befindet oder wenn ihn eine Überwachungskamera aufgespürt hat. Ist die Zielperson nicht durch ein Tag markiert, werden ihre Bediensteten sie ignorieren und sich um ihren eigenen Kram kümmern. Sie würden es niemals wagen, eigenmächtig zu handeln und einen Charakter ohne ihren ausdrücklichen Befehl zu schnappen. Ja, ist auch richtig so. Hier wird nur nach Befehl gehandelt. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Depot lagert neue Objekte. Neue Missionsziele verfügbar. Ein Verhörstuhl. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Charaktere wie das gerade gefangene Zimmermädchen nennt man Geiseln. Wird eine Geisel verhüllt, so, gehen die Fähigkeiten der Geisel auf den Folterknecht über und verwandeln ihn in einen besseren Bediensteten. Verschiedene Klassen von Geiseln führen zur Ausbildung verschiedener besserer Bediensteter. Durch infame Aktionen kommen sie in den Besitz weiterer Geiseln. Wenn sie erst einmal einen besseren Bediensteten haben, können sie einfach und problemlos weiter. Hier lernt man noch was. Dazu brauchen sie einen eingerichteten Ausbildungsraum. Um den Ausbildungsraum zu benutzen, erhöhen sie einfach die Zahl der gewünschten besseren Bediensteten im Personalplanungsbildschirm. Ihre Bediensteten benutzen den Ausbildungsraum automatisch so lange, bis die gewünschte Zahl erreicht ist. Oder automatisch, falls einer ihrer besseren Bediensteten umkommt, sodass die Zahl konstant bleibt. Um den Ausbildungsraum nutzen zu können, brauchen Sie die nötige Einrichtung und mindestens einen besseren Bediensteten, der als Lehrer fungiert und seine Fähigkeiten weitergeben kann. Haben Sie keinen besseren Bediensteten einer Klasse mehr, müssen Sie neue Geiseln fangen und diese verhören. Um an bessere Bedienstete zu kommen, müssen Sie ein in dieser Klasse ausgebildetes Opfer gefangen nehmen und einem Verhör unterziehen, um sein Wissen aus ihm herauszuquetschen. An Gefangene kommen Sie durch die Erledigung verschiedener infamer Aktionen auf der Weltkarte. Wird die Aktion erfolgreich durchgeführt, wird die Geisel in ihre Basis verschleppt. Sorgen Sie dafür, dass eine freie Zelle zur Verfügung steht. Wird der Gefangene verhört, gehen dessen Fähigkeiten am Ende des Verhörs auf den verhörenden Bediensteten über. Der Bedienstete wird automatisch zum besseren Bediensteten der entsprechenden Klasse. Dieser neue bessere Bedienstete kann nun sein Wissen durch Ausbildung an andere Bedienstete weitergeben. Ja, kannst du noch ein bisschen schneller reden? Alles dämlich. Okay.
Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Bedienstete. Und mehr Leute hier. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Auftrag, das Objekt zu bewegen. So ein Quatsch! So rum. Nicht alle Zugangspunkte zum Objekt sind verfügbar. Ja, mir doch egal. Mir doch egal. Hi, Pierci, na? So, aber wie kriege ich ihn jetzt, dieses Zimmermädchen, auf den Verhörstuhl? Ah. Verhör des Gefangenen in Auftrag gegeben. Warte auf Auswahl des Verhörgeräts. Neue Räume stehen zum Bau zur Verfügung. Ein Kraftwerk. Neue Objekte stehen zum Kauf bereit. Verhör des Gefangenen erbeten. Wählen Sie ein Verhörgerät aus, um fortzufahren. Ja, wir haben auch kaum noch Strom. Wo baue ich denn das Kraftwerk? Notstrom erschöpft. Alle stromverbrauchenden Objekte sind abgeschaltet. Das ist schlecht, oder? Das ist schlecht. Ach, das ist ein Raum. Ja, das ist jetzt halt auch ungünstig. Der Bau des Raums geht weiter. Der Bau des Raums geht weiter. Es ist so eine Art Dungeon Keeper, James Bond Risiko Dings. Strom ist äußerst wichtig. Wenn Sie nicht genug Strom produzieren können, schaltet sich Ihre Basis ab und lässt Sie schutzlos im Dunkeln. Bauen Sie schnell mehr Generatoren. Ja, nee, danke für den Tipp. Dankeschön. Ah, guck mal, wir sind aufgestiegen. Wir haben einen Kammerdiener. Missionsziel erreicht. Die Weltherrschaftskarte bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, sich an den Schätzen der Welt zu bedienen, sondern kann auch helfen, Ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Er steigt, Kammerdiener sind Servicebedienstete, deren Aufgabe es ist, für den reibungslosen täglichen Ablauf in ihrer Basis zu sorgen. Sinkt ein überarbeiteter Bediensteter erschöpft zu Boden, wird er von den Kammerdienern zur Kaserne getragen, wo er sich ausschlafen kann. Nur Kammerdiener wissen, wie man Feuerlöscher benutzt. Kammerdiener sind zwar im Kampf nicht sonderlich nützlich, können aber mit ihren psychologischen Attacken die Aufmerksamkeit ihrer Opfer so sehr mindern, dass diese unachtsam in die nächste Falle rennen. Im späteren Verlauf des Spiels stehen ihnen noch bessere Servicebedienstete zur Verfügung. Handfeuerwaffenschrank. Bärschrank. Speisesaal. Aufenthaltsraum. Oh Gott, wie viele Räume gibt's denn? Allerheiligstes. Boah, ich hätte viel besser planen müssen. Können wir nochmal neu starten? Ich hätte viel besser planen müssen. Jetzt brauche ich erstmal ein Kraftwerk.
Verstehe halt immer noch nicht, warum mein Gold hier draußen ist. Das ist was... Das ist mir nicht ganz klar. Also wie ich das Gold hier reinkriege. Interesting. Ich will den Raum draußen nicht abreißen. Am Ende verliere ich mein Gold. Das wäre Belasto. Ah ja, guck mal, Kammerdiener haben wir jetzt freigeschaltet. Ah ja. Komm schon, jag das in die Luft. Ich muss Kraftwerke bauen. Was ist das hier? Wer ist denn er jetzt? Den müssen wir uns acht nehmen. Da läuft ein Agent rum. Generatoren brauchen wir wahrscheinlich. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Einen riesen fetten Kondensator wahrscheinlich auch. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Ich habe doch keine Ahnung, Chat. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Wird schon passen. Der Spion sollte aufpassen, dass wir ihm nicht die Klippe runterschmeißen. So. Willkommen in der Gemeinschaft der Nasen. Popcorn, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ah, hier sieht man so unzerstörbaren Fels. Das hätte das Tutorial früher erwähnen können, finde ich. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Der Bau des Raums geht weiter. Speisesaal. Hm? Was passiert, wenn der Berg zu Ende ist? Dann habe ich schlecht geplant. Würde ich mal vermuten. Der Bau des Raums geht weiter. Ja, das ist ja ein Reinkommer. Wir sind ja gerade noch am Lernen. Ich finde es halt schwierig, Räume zu planen von der Größe her, wenn man vorher noch nicht weiß, wie groß die Gegenstände sind, die man reinsetzt. Neue Objekte stehen zum Kauf bereit. Ein Hotelmittelpunkt. Hotelflügel. Was ist denn das jetzt? Hotellobby. Für was brauche ich denn jetzt Hotels? Was ist das schon wieder? Wo kann ich denn die bauen? The fuck? Das hat mir keiner beigebracht. Wo baue ich denn jetzt Hotels? Draußen. Hotel Mittelpunkt. Ah, das Hotel ist quasi, um die Touristen abzulenken und nicht in meine geheime Basis reinzulaufen. Oh. Verstehe.
Guck mal, wir produzieren Strom. Oh, was ist das? Der hat meine 5 Mitarbeiter gekillt. Habt ihr das gesehen? Die Sau. Das ist ja... Ich frag mich, wer hier der Bösewicht ist. Achtung, dieses Objekt ist schlecht zugänglich. Deine Mutter ist schlecht zugänglich. Achtung, nicht alle Zugangspunkte zum Objekt sind verfügbar. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Alle Bauarbeiter sind zurzeit beschäftigt. Der Kauf des Objekts verzögert sich. Dieses Objekt wird gekauft, wenn ein Bediensteter verfügbar ist. Maximale Bedienstetenzahl überschritten. Ja, okay. Die Hochbetten müssen ja nur von einer Seite erreichbar sein, ne? Macht ja nichts, dass die so nebeneinander stehen. Hoffe ich mal. Da gibt es bestimmt im Internet Raumpläne, wie man perfekt die Räume anordnet. Für perfekten Platz. Eindringling wurde mit Fangentag markiert. Der geht in meinen Tresorraum. Das geht nicht. Das geht ja nicht. Das geht ja gar nicht. Das ist ja Quatsch. Ja, eigentlich sollen sie ihn fangen, aber vielleicht haben die gerade noch anderes Zeug zu tun, wie zum Beispiel Schränke aufstellen. Jetzt kommen wieder neue Bedienstete. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir heute... Grutzmutz, vielen Dank für den Follow, Dankeschön. Das heißt, ich kann ja wieder Leute irgendwo rausschicken, um Geld zu stehlen. Bin ich sicher, warum hier Pfeile sind? Alle Bauarbeiter sind zurzeit beschäftigt. Der Kauf des Objekts verzögert sich. Die Anthology bei Steam kostet 335 Euro? Was ist bei der Anthology drin? What the fuck? Was? Artikel? Warum? Was ist da alles mit dabei? Gratis Steak für ein Jahr? Zweiter Teil, gibt es da so viele DLCs für den zweiten Teil? Sämtliche James Bond Filme. Das ist fast so schlimm wie dieses Zugspiel. War das der Railway Tycoon mit den ganzen DLCs, wo irgendwie auf 25.000 Euro kommen oder so?
Oh, guck mal. Wir können einen eindrucksvollen Schreibtisch hinklatschen. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Dieses Objekt wird gekauft, wenn ein Bediensteter verfügbar ist. Nice. Train Sim. So einen eindrucksvollen Tisch brauchen wir natürlich. Achtung, so viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. Soll sich mal nicht so anstellen, ey. So, bauen wir doch mal einen Speisesaal, oder? Ich weiß halt auch nie, wie groß die Dinger sein müssen. Das ist für mich noch ein großes Problem. Speisesaal direkt neben meinem Haupthaus, natürlich. Alles andere wäre Quatsch. Ich muss sehr nah am Speisesaal dran sein. Ich mag ja Züge. Bin großer Zugfan. Aber videospieltechnisch habe ich noch kein Spiel gefunden, das irgendwie mich so sehr interessiert und um Züge geht. Das eine Metro-Game, Metro Exodus, das soll ja hauptsächlich auf einem Zug spielen. Das wäre vielleicht mal geil. Dass mir Zug gesagt hat. Oho. Das eine Metro-Game, das soll ja ganz geil sein. Ich habe damals, das war aus der Gold Games Edition, da war Schiene und Straße drin. Das habe ich gern gespielt. Oh, guck mal, wir haben unseren Konferenztisch. Geht's dir gut? Ist das okay? Ich glaube, der ist am Durchdrehen. Oh shit, was ist los? Alarm! Eliminieren-Tag angeordnet. Alarm! Feindliche Leute in der Basis. Ich verstehe nicht, warum die Fallen nicht auslösen. Das verstehe ich tatsächlich nicht. Aber ich habe doch Sensoren. Ah, ich muss die verknüpfen wahrscheinlich, ne? Irgendwie. Oh. Ups. Na, da machst du nichts. Da muss man ja aber auch erstmal, da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Ich hoffe, ich krieg so ein bisschen Geld hier noch rein. Was ist sein Problem eigentlich? Ach so, der kann nicht raus, weil der Tisch im Weg steht. Oh.
Ups. Ich dachte, das, also da kann man doch, also da kann man jetzt doch vorbeilaufen. Der soll sich mal nicht so anstellen hier jetzt. Was ist denn der Unterschied zwischen Theke und Speisesaaltheke? Eine Theke und eine Speisesaaltheke. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Objektkauf. Ein lustiger? Weiß nicht, ob das so lustig das ist. Wurde in Auftrag gegeben. Die Mixertheke lässt sich in gleicher Weise nutzen, um Essen für die Bediensteten zuzubereiten. Ein Großküchen-Nahrungsmixer ist bereits vorinstalliert, der aussieht, als könnte er alles und jeden schaumig schlagen. Wir haben es hier Agenten wieder reingeschafft. Ich habe doch die Giftgaskammer. Oder ich habe sie nicht. Ist die kaputt? Dankeschön, Meister. Ja, war cool. So, kriege ich den Tisch jetzt eigentlich noch weg? Mal gucken, ob sie den Tisch wieder abbauen können. Was machen die denn jetzt hier? Ich habe Spione gefangen, Chat! Die Frage ist, ob ich den Tisch jetzt nochmal wegkriege. Das ist echt eine gute Frage. Ich baue mal hier noch einen Weg durch. Kommen die vielleicht wieder rein? Der Bau des Raums geht weiter. Lecker Kantine. Die Streitkräfte der Gerechtigkeit schicken bisweilen verschiedene Klassen von Agenten, um ihre Basis zu bespitzeln. Da gibt es Schnüffler, die nach belastenden Beweisen Ausschau halten. Lassen Sie sie keine Fotos von Objekten machen, die Wut auslösen. Dann gibt es die Agenten, die versuchen, Gegenstände, die sie erbeutet haben, von ihnen zurückzustehlen. Und dann sind da noch die Agenten, deren einziger Lebenssinn darin zu bestehen scheint, sie und ihre gesamte Organisation vom Angesicht der Erde wegzufegen. Dynamit! Okay. Das Allerheiligste ist der am exklusivsten eingerichtete Raum Ihres Domizils. Hier finden die wichtigsten Treffen statt und hier kann Ihr fieses Genie seine Werte regenerieren. Hm? Der Speisesaal ist, wie die Kaserne, ein weiterer Ort, an dem Ihre Bediensteten ihre Ausdauer auffrischen können. Grundsätzlich wird tagsüber bevorzugt der Speisesaal in Anspruch genommen, nachts die Kaserne. Hm?
Leichens. Einige Bedienstete tragen Feuerwaffen, was ihnen bei Kämpfen einen gewissen Vorteil verschafft. Für verschiedene Klassen von Bediensteten benötigen sie unterschiedliche Waffenregale. Einfache Arbeiter benutzen zum Beispiel nur Pistolen. Denken Sie daran, dass sich Ihre Bediensteten nur bei Alarmstufe Gelb oder Rot selbst bewaffnen und dass sie ihre Waffen bei Alarmzustand Grün wieder ablegen. Der Aufenthaltsraum ist der Ort, an dem sich Ihre Bediensteten entspannen und Spaß haben können und an dem sie ihre völlige Unfähigkeit im Tischtennis unter Beweis stellen können. Nach einer ist aber schon kompliziert, sind sie, ne, wieder voll bei der Sache und machen weniger ihre bisweilen fatalen Fehler, wie selbst Fallen auszulösen. Wenn ihre geheimsten Projekte immer von hereinplatzenden Touristen gestört werden, bauen sie doch ein Hotel, um die Touristen zu beschäftigen. Sie benötigen Servicebedienstete, um ein Hotel zu betreiben, aber mit der richtigen Einrichtung können sie Touristen rund um die Uhr beschäftigen. Ihre Bediensteten sind kriecherische Lakaien, die arbeiten, bis ihre Werte auf Null sinken und sie vor Erschöpfung umfallen oder nicht mehr können. Ja, wie meine Mods, was? Effektiv arbeiten, müssen sie verschiedene Objekte zur Verfügung stellen, mit denen ihre Bediensteten ihre Werte wieder auffrischen können. Die Loyalität ihrer Bediensteten lässt sich aber nur wiederherstellen, wenn sie diese an Verhören teilnehmen lassen, Beutestücke platzieren oder sie in ihren Einflussbereich lassen. Andererseits können sie sie auch einfach exekutieren und sich ein paar neue Bedienstete besorgen. Okay, ja, habt ihr gehört? Wir können die Bediensteten einfach exekutieren und neue holen. In der Krankenstation wird die medizinische Ausrüstung gebaut. Hier gehen ihre Bediensteten hin, um ihre Gesundheit wiederherstellen zu lassen. Manchmal auf äußerst schmerzvolle Weise. Okay, klingt gut. Alarm! Alarm! Ich sollte vielleicht hier noch ein Waffenregal bauen. Habe ich nämlich noch nicht gebaut. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Holen wir nicht regelmäßig neue Xes? Das stimmt. Okay. Zurück an die Arbeit. Das war ganz schön knapp. Der rennt immer noch rum, der Arme. Krieg ich eigentlich Geld aktuell? Dann schon wieder Leute von mir ausgeschaltet. Schlimm sowas. Das sollte verboten werden. Ich achte da nie drauf. Erhöht sich unser Konto? Kriegen wir Moneten dazu? Okay, ich hab da nie drauf geachtet. Oh, der kommt endlich wieder raus hier. Der darf endlich raus. Guck mal, jetzt habe ich aber auch einen Direktzugang zur Speisekammer. Das finde ich fair. Das finde ich sehr gut.
maximale Bedienstetenzahl überschritten. Achtung, so viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. Man braucht schon viel Leute. Reißen die das Ding jetzt hier bald mal ab? Was machen denn meine ganzen Leute eigentlich? Wo sind die denn? Was machen die den ganzen Tag? Nix machen die. Nix machen die. Die faulen Säcke. Reiß endlich mal diesen scheiß Tisch ab. Und dauert das Abreißen so lang? Habe ich da noch irgendwas nicht angeklickt, Chat? Dieses Objekt löschen, ja. Will ich doch. Party machen. Machst du heute Party? Mach heute Party. Wieso reißen die das Ding hier nicht ab? Verstehe ich nicht. Kann es halt auch nicht mal umsetzen, interessanterweise. Vielleicht habe ich das so beschissen gebaut, dass die Leute nicht mehr abreißen können. Ich weiß es nicht. Mich irritiert auch, dass das Symbol hier grau bleibt. Ich habe nur einen, der alles macht. Woran sehe ich das? Wieso habe ich nur einen, der alles macht? Sehe ich das denn? Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Achtung, dieses Objekt ist schlecht zugänglich. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Achtung, nicht alle Zugangspunkte zum Objekt sind... Ich meine, was arbeiten die denn gerade alle? Die sitzen doch nur am Computer hier und spielen Videospiele. Müsste doch genug Leute haben, um das alles zu machen. Ja, ich glaube, der Tisch steht so beschissen, dass sie ihn nicht abreißen können aus irgendeinem Grund. Weil es arbeiten ja genug Leute hier, wenn ich was in Auftrag gebe. Nee, Tränen ging auch nicht. Kann mit dem Tisch zurzeit nichts mehr machen. Vielleicht steht er wirklich so bescheiden. Hab's Spiel kaputt gemacht, Chat. Ah, guck mal. Kriegen Gold in unser Tresorräumische. Da ist ja schnucklig. Ich glaube, der Tresorraum hätte kleiner sein dürfen, genauso wie die Gefrierkammer. Die Kaserne deutlich größer, weil man mehr Leute braucht. Und das Kontrollcenter muss auch sehr viel größer werden. Ja, es ist interessant mit der Planung. Da muss man üben. Da gibt es aber bestimmt Baupläne, oder? Es gibt bestimmt Baupläne im Internet.
Wenn trotzdem nicht mehr Leute... Achso, doch, gesamt 21. Ich habe wahrscheinlich nicht genug Schränke, nicht genug Spinde oder so. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Mal. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Und noch ein paar Spinde bauen. Die Fläche für Flure. Ja, die Frage ist, ob die Flure wirklich zwei breit müssen. Oder ob auch eins reicht. Oh, jemand ist in der Gaskammer gestorben. Oh, wahrscheinlich einer meiner eigenen Männer. Ups. Naja, das kann ja auch mal passieren, ne? Upsi Daisy. So kann ich mich jetzt eigentlich an meinen höchst eleganten Tisch setzen? Das geht bestimmt. Ich hoffe, ich habe da viele Monitore. Oh ja, guck mal, ich habe da richtig viele Monitore. Kann ich voll gut Let's Plays schneiden und so. Bringt das was, wenn ich mich an den Tisch setze? Jetzt sind wir so ein richtiger Bösewicht. Ein beeindruckender Schreibtisch, aber nicht so cool wie meiner. Mein hat PC drin. Charaktere wie das gerade gefangene Zimmermädchen nennt man Geiseln. Was? Eine Geisel das wissen wir schon. Halt die Klappe. Ist der wieder eingebaut? God damn it! Das Objekt wird in Kürze versetzt. Das immer schaffe. Okay. Ja, aber den Tisch, den habe ich irgendwie verkackt. Keine Ahnung, was ich da kaputt gemacht habe. Das ist einfach der kaputteste Tisch ever. Ich kann nicht versetzen, ich kann nicht abreißen, ich kann gar nichts. Warte mal, ich kann den gesamten Raum noch abreißen. Das ist gut. Das ist gut. Ist es so eine gute Idee, wenn mein Hauptheld drin ist? Ach, der wird rausgeschickt. Eine weitere Smart. Abnase ist im Lager. MacReady, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal neu starten mit den Infos, die wir jetzt haben. Aber das ist normal bei Aufbauspielen. Dass man grundsätzlich die ersten paar Runden, die verkackt man. Weil man überhaupt keine Ahnung hat, wie was funktioniert. Das ist völlig normal. Normal, ey. Aber mir gefällt das Spielprinzip sehr gut. Können wir hier mal verschwören? Lass uns hier mal verschwören. Mal gucken, ob es was bringt.
Ah ja, jetzt ist der Raum abgerissen. Okay, sehr gut. Dwarf Fortress. Losing is fun. Ja, man lernt ja dazu, sag ich mal. Man lernt ja immer wieder dazu. Das ist ja der Sinn der Sache. Satisfactory Factorio Subnautica. Ich kenne die Spiele alle, Caro. Sie sind aber tatsächlich alle, ich finde alle völlig uninteressant. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Subnautica, weil ich Unterwasserspiele furchtbar uninteressant finde. Aquanox hat mich damals schon nicht gecatcht. Obwohl das eins der ersten Vollversionen auf GameStar war. Dann Factorio, da mag ich den Artstyle überhaupt nicht. Und Satisfactory, da war ich nicht richtig satisfied. Nee, Unterwasser-Games, ich finde Unterwasser-Games immer furchtbar. Weil die sind unter Wasser. Die sind unter Wasser. Ich habe Aquanox lange probiert, aber ich kam überhaupt nicht. Ich kam überhaupt nicht rein. So, wie läuft denn hier die Verschwörung eigentlich? Ich brauche wahrscheinlich mehr Kontrollcenter, ne? So wie ich das verstehe, für die Verschwörung. Der Balken ist nicht voll genug. Dann stehle ich mal lieber weiter. Hätte ich da Lust? Ja, zum Beispiel, ich sag's ja immer wieder gerne, um den Hass auf mich zu ziehen. Ich war auch kein Fan vom ersten Bioshock. Subnautica hatten wir mal in der Wünsch dir was Woche. Das war aber nicht so meins. Ich fand Bioshock Infinite viel geiler. Aber sowas von viel geiler. Ich mochte zwar das Konzept, aber dieses Gameplay mit ständigem Backtracking und respawnen Gegnern im ersten Teil, das fand ich so furchtbar. Und dann fand ich das Spiel auch kackenschwer. Ich hab's damals auf leicht gespielt, ich weiß das noch. Und die Gegner haben mich einfach vernichtet. Es hat mir so dermaßen keinen Spaß gemacht, dass ich das Spiel bis zum Endboss gespielt habe und den Endboss nie gemacht habe. Den Endboss bis heute nicht gemacht in Bioshock 1. Und dann habe ich halt auch Bioshock 2 nie gespielt, weil ich nach Bioshock 1 keinen Bock mehr hatte auf Bioshock 2. Und Bioshock Infinite hat mich dann so weggefegt. Einfach vom Aufbau, von der Story, vom Ambiente her. Ich fand das alles so viel besser. Den Personen geht's alle nicht so gut, sehe ich gerade. Nee, aber wir müssen auf jeden Fall nochmal eine neue Basis. Bauen mit einer besseren Planung. Also Tresorraum kann am Anfang kleiner werden, kleiner sein. Mit Platz, natürlich mit Platz für einen größeren. Kaserne brauchen wir viel Platz. Kaserne und Kontrollraum scheinen mir die wichtigsten Gebäude zu sein. Wobei mich so ein bisschen irritiert, dass die Leute nicht den Speisesaal nutzen. Das irritiert mich so ein bisschen. Ich habe Last Bleed benutzt, ja, und auch Hacking, aber es hat, also Bioshock 1 kam ich gar nicht rein, obwohl ich es faszinierend finde, aber es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht.
Ach, Strom ist was für Anfänger. Dann bin ich einfach nur schlecht. Ja, liegt immer an mir. Ja, also ich finde auch Bioshock 1 ist schlecht gealtert, ja. Ich auch. Weil ich habe es damals halt auch nicht zu Release gespielt. Ich habe es erst Jahre später nachgeholt. So geht es mir zum Beispiel. Ich fand Half-Life 2, als wir das letztes Jahr gespielt haben im Stream, ich fand's gut. Aber ich fand auch Half-Life 2 ist... Gerade das Level-Design fand ich stellenweise ein bisschen sehr irg. Gerade das den Gefängnisabschnitt. Also damals, als das rauskam, war das bestimmt mega, mega geil, Half-Life 2. Allerdings jetzt so beim Nachholen, so 20 Jahre später gefühlt. Da fallen mir Ego-Shooter ein, die sind besser gealtert. Zumindest in meiner Erinnerung. Ich habe sie schon lange nicht mehr gespielt. Wahrscheinlich sind die genauso schlecht gealtert. Ravenholm war geil, ja, aber diese 5 Stunden Luftkissenbootfahrt, ey, oder diese Buggyfahrt. Das waren Sachen, wo ich mir dachte, puh. Das war nix. Also in meiner Erinnerung, Ego-Shooter-mäßig hat zum Beispiel, 4 ist auch nicht gut gealtert. 4, da spielst du einfach 10 Stunden in langweiligen Bürokomplexen. Das vergessen die Leute immer. Die Leute denken immer 4, ah, das war so geil hier, Zeitlupenballern, Alma und Horrorelemente. Und dann spielen sie es und dann denken sie wieder, ach, ich bin ja hier wieder 10 Stunden in diesem Bürokomplex, ey. Am besten steigern sie ihren Bekanntheitsgrad, indem sie ihre Bediensteten in Pharmaaktionen. Spinde sind sehr nützlich, da sie ihnen die Rekrutierung neuer Bediensteter erlauben. Die Bediensteten-Gesamtkapazität ihrer Basis wird in erster Linie von ihrem Bekanntheitsgrad bestimmt. Diese Zahl erhöht sich jedoch mit jedem Spind, den es in ihrer Basis gibt. Ja, verstehe, okay. So, jetzt probiere ich nochmal diesen Allerheiligstes Raum hier hinzuknallen. Ich mag übrigens, dass sie auch. Die füllt den Fels wieder auf. Okay. Der Raum befindet sich im Bau. Der Bau des Raums geht weiter. Ego-Shooter. Ich habe gar nicht... Ich überlege gerade, mir fallen gerade überhaupt keine Ego-Shooter ein. Crysis fand ich damals sehr, sehr geil. Bis die Aliens halt auftauchen. Danach hat es ein bisschen abgebaut, aber trotzdem sehr geil. Crysis habe ich sehr gern gespielt. Das könnte man auch mal streamen, auch wenn es so überhaupt nicht mein Genre ist für den Stream. Aber Crysis habe ich so gerne gespielt. Crysis hat mir richtig Spaß gemacht. Voyager Elite Force war gut, ja. Bis auf das Anfangslevel, das hat mich richtig abgeschreckt. Das Anfangslevel in Star Trek Elite Force. Da dachte ich noch, was wird das jetzt? Der Western-Ego-Shooter, meinst du Call of Juarez Gunslinger? Das ist einer meiner Lieblings-Ego-Shooter. Der ist so gut. Meine Fresse ist der gut. Ah, hier ist wieder so ein Felsen, schade. Den könnten wir auch mal spielen. Den habe ich zu 100% durchgezockt. Da gibt es nämlich so Sammel-Items, die ich alle gesammelt habe. Ich weiß auch nicht warum. Aber scheinbar hat mir das Spiel ultra viel Schaden gemacht. Schaden gemacht? Spaß gemacht. Neue
Räume wurden in Auftrag gegeben. Ich werde langsam ein bisschen müde, Chat. Hab heute viel gearbeitet. Er hat Schaden hinterlassen, ja. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Ja, Ego-Shooter. Far Cry habe ich gern gespielt, aber ich glaube nie durch, weil mir der zu schwer war. Aber ich habe sehr viel im Editor rumgebaut. In Far Cry. Da habe ich leider die Maps nicht mehr. Aber die Maps habe ich so oft gespielt, die könnte ich heute nachbauen. Die könnte ich immer noch nachbauen, die Maps. Weil mir die so in Erinnerung geblieben sind. Die haben wir ständig auf LANs gezockt, diese Maps. Das war geil. Kampagne habe ich aber nie durchgespielt, weil es mir echt zu schwer war. Ich überlege gerade, was ich noch für Ego-Shooter gespielt habe. Es gab, glaube ich, keine Ego-Shooter mehr. Es gab keine Ego-Shooter außer das. Map-Bau-Stream. Ich habe noch eine ausgedruckte Anleitung für den Far Cry Editor. Die habe ich noch von damals. Ich glaube auch, das waren alle Ego-Shooter, ja. Bin mir auch ziemlich sicher. Oblivion ist eigentlich auch ein Ego-Shooter. Also. Unreal Tournament habe ich sehr gern gespielt gegen meinen Bruder. Das hat immer sehr viel Fun gemacht. Ah ja, guck mal, man kann die Korridore auch eingangbreit bauen. Quake 3 natürlich. Call of Duty. Ich habe früher sehr gern Call of Duty gespielt. Oh, hier sind mir zu viele Leute. Alarm! Ich habe sehr gerne... Modern Warfare war mein Einstieg in die Reihe und das habe ich gern gespielt. Habe ich so oft durchgezockt auf allen Schwierigkeitsgraden. Ich glaube, bis Modern Warfare 3 habe ich Call of Duty gespielt, danach nicht mehr. Black Ops weiß ich noch. Black Ops 2 habe ich schon nicht mehr gespielt. World War fand ich damals geil. Medal of Honor, Pacific Assault. Stimmt, das war auch ein Streaming-Projekt, das wir mal machen wollten. Ich sollte mir das aufschreiben. Ich schreibe mir das auf. Nee, Allied Assault war nicht besser, nee. Ich hab hier eine Liste. Pass auf. Spiele, die ich im Stream noch spielen will. Medal of Honor, Crisis, Call of Juarez Gunslinger, Schlacht um Mittelerde 1, die Kampagne, die Mafia 3 DLCs, vielleicht Spellforce, Wünsch dir was Woche Retro, A Night of the Rabbit, Baphomets Fluch, Toy Story 2. Stimmt, Hitman Blood Money, da war was, ja. Hitman und Kingdom Hearts. Toy Story 2, das hatte ein sehr, also zumindest in meiner Erinnerung, war das PC-Spiel dafür sehr gut. Und ich hab das noch. Ich muss es nur zum Laufen bringen.
Willkommen in der Gemeinschaft der Nasen. Altajas, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen, dankeschön. Okay, aber so langsam raff ich das Spiel. Nee, Murder Art war nicht dabei, nee. Nee, das ist zu nischig, glaube ich. Und das müssten wir halt auch mit Komplettlösung spielen. Das kriegen wir ja selber nicht durch. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Aber Night of the Rabbit und Baphomets Fluch werden bestimmt auch toll. Trust me. Baphomets Flash war geil. Dead. Ja, okay. So, liebe Leute, ich werde allerdings gerade ein bisschen müde und ich habe auch schon ein bisschen Kopfweh heute. Morgen machen wir aber auf jeden Fall weiter mit Evil Genius, würde ich sagen. Folgender Plan. Morgen probieren wir Evil Genius, neue Basis. Mit dem, was wir jetzt gelernt haben. Da versuchen wir, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Und nächste Woche Dienstag, Mittwoch. Weltherrschaft. Dienstag, Mittwoch würde ich sagen, starten wir mit Schlacht um Mittelerde der Kampagne, Chat. Ich will bei Schlacht um Mittelerde sowohl die gute als auch die böse Kampagne durchspielen. Und ab Dienstag oder ab morgen schon, muss ich mal gucken, falls ich es hinkriege. Ab morgen starten wir dann die Vorbereitung für die Wünsch-dir-was-Woche. Für die Retro-Wünsch-dir-was-Woche. Diesmal geht's um PC-Spiele aus dem Jahr, also das Motto der Woche ist PC-Spiele aus dem Jahr 2000 bis 2005. Das ist mal wieder eine Themen-Wünsch-dir-was-Woche. Da machen wir was Schönes. Weil ich habe mal geguckt, so zwischen 2000 und 2005 sind ein paar richtig schöne Spiele rausgekommen. Ein paar richtig schöne, schnaftige Spiele. Da habe ich Bock drauf. Zum Beispiel, überleg mal, 2001, Gothic. Kennt ihr vielleicht? Geil, sollten wir mal spielen. Nee, kamen aber wirklich sehr, sehr geile Games raus. Das war auch so meine Hochzeit der Videospiele. Wo ich wirklich jeden Tag so viel zu viele Stunden am Rechner gesessen habe. Viel zu viele Stunden. Und ich denke, das ist ein guter Zeitraum, glaube ich. Leute festlegen. Gucken wir mal, ob wir das schon ab morgen in die Vorbereitungsphase gehen. Oder dann erst am Dienstag. Aber ich glaube, das ist ein guter Plan. Und was wir dann den Rest der Woche machen, weiß ich noch nicht. Hatten wir noch irgendwas vor? Hatten wir noch irgendwas geplant, Chat? War noch irgendwas offen? War noch irgendwas offen? Remedy Marathon kommt später. Ich will auf die Ankündigung der DLCs warten. Für Alan Wake 2. Da warte ich gerade noch ein bisschen drauf. Ich dachte, das kommt viel früher mit den DLCs.
Oh nein, nicht Fitzpatrick. Nicht Fitzpatrick. Der böse Nachbarn. Mhm. Ich glaube, sonst hatten wir aktuell nichts offen. Subgoals sind alle erfüllt. Patreon-Wünsche sind fast alle durch. Einer ist dann noch offen nach Evil Genius. Ich glaube, wir hatten nichts mehr offen. Guti. Also. Morgen dann mehr Evil Genius. Gucken wir mal, ob wir eine vernünftige Basis morgen hinkriegen. Und Dienstag, Mittwoch gibt es dann Schlacht um Mittelerde. Ich habe die Orks schon vermisst. Für Saruman! War ein schöner Stream. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Ich werde jetzt noch was mampfen gehen. Und dann sehen wir uns morgen. Das hat dann ein Fußboss. Geil, mal gute Nacht und bis morgen. Tschüss. Also dann, Leute, ihr habt eure Befehle. Geht nach draußen und sucht mir einen Irren.